Der erste, der kackt beinahe in der Dusche ab. Der zweite schiebt einen Krampf und beißt sich seine halbe Zunge ab. Der dritte schwört, dass er und Saddam Hussein mal Kumpels war. Und dass mein Kopf perfekt in seinen Rucksack passt. Real Talk. Und keiner von denen will sich abends was zu essen holen. Sie warten an der Rezeption auf Tavo oder Methadon. Teammate wollt ihr dir noch sehen. Ich mache jetzt jede Woche so. Ich mache jede Woche zwei Reactions oder so. Für die Leute, die jetzt hier gleich ankommen, sagen, reacte da noch drauf und das noch und das noch. Ich werde es nicht tun. All Ritzer. Ich mache jede Woche so zwei und irgendwann haben wir das Album durch, Digga. Das fängt ein bisschen an wie so ein Highschool-Film. Soundtrack by The Offspring. Nice. Ich bin dein Teammate. Oh, da wäre ich hochgegangen. Ich bin dein Teammate. Beim zweiten Mal. Ich bin dein Teammate. Ich bin dein Teammate. Ich war nie zu Hause, Mama sang dir Schlaflieder. Nächte und. Danke, dass er rappt, Digga. Ich war nie zu Hause. Ah, das ist es für deinen Sohn. Achso. Ah, er hört auf zu spoilern. Für seinen Sohn, da oben schreibt es auch schon jemand. Okay. Ah, für seinen Sohn. Ah, deswegen habt ihr mir das vorgeschlagen. Ah, okay. Ja gut, thematisch gesehen kriegt mich das natürlich hundertprozentig. Ich war nie zu Hause, Mama sang dir Schlaflieder. Okay, das ist bei uns anders, weil ich bin immer zu Hause und das erste Jahr habe ich jeden Abend meinen Sohn ins Bett gebracht. Und er wollte auch nur von mir ins Bett gebracht werden. Und auch heute, das ist saulustig, unter der Woche schläft er ja immer bei der Tagesmutter zum Mittagsschlaf. Er ist ja bis 3 Uhr bei der Tagesmutter, von morgens bis mittags. Und am Wochenende ist er zu Hause und abends will er immer, dann gibt er Mama einen Kuss, Papa einen Kuss, je nachdem, wir wechseln uns abends jetzt immer ab, meine Freundin und ich. Und je nachdem, wer ihn ins Bett bringt, muss ihn aber sofort ins Bett legen. Er will sofort ins Bett gebracht werden, ne? Also von wegen, der will dann ins Bett, Schnulli rein und ein bisschen kuscheln, nochmal erzählen, alle Namen abfragen, die er kennt. Ja, der schläft auch, der schläft auch, der schläft auch. Und am Wochenende, sprich, oder gestern auch, immer wenn er zu Hause ist, wenn er nicht bei der Tagesmutter ist und es geht um den Mittagsschlaf, nicht um den Abendsschlaf, darf ich ihn, aber nur ich, in den Arm nehmen, wie früher, als er ein ganz kleines Baby war, und dann sagt er, Baby. Und dann will er Baby sein, dann legt er sich in meinen Arm, Stulle, und dann schläft er auf meinem Arm ein. Und das ist jedes Mal so schön. Es war gestern so, es wird womöglich auch heute so sein und morgen auch, weil Sonntag ist. Nee, morgen sind wir bei den Eltern von meiner Freundin, da pennt er unterwegs im Auto. Aber ich werde jetzt hier wahrscheinlich sehr oft Stopp drücken. Ich versuche mich ein bisschen zurückzuhalten und nicht allzu viel aus meinem eigenen Leben zu erzählen. Weil es geht ja ausnahmsweise mal nicht um dich, Janis, ja? Merk dir das bitte kurz. Danke. Ich war nie zu Hause, Mama sang dir Schlaflieder. Nächte unterwegs, Pakete fahren im schwarzen Siebner. Abriss geht für unser Dach und Essen auf dem Tisch. Mama musste ständig Papa decken vor Gericht. Okay, wild. Das erinnert mich jetzt ein bisschen so, wie er das rappt, weil er erzählt ja seinem Sohn. Das ist natürlich eine ganz andere Thematik. Die Thematik von dem Beispiel, was ich euch jetzt nenne, ist deutlich brutaler und deutlich verrückter. Aber ich musste gerade an den Song von Eminem, Bonnie und Clyde, 97, denken. Das ist krass, also den natürlich war deswegen schockierend, der Song eigentlich. Damals hab ich keine Racks gemacht mit Rap-Musik. War nur ein junger Dad gefangen in den Ghetto-Streets. Ich war alleine, wurde Geld gemacht mit Rap-Musik. War nur ein junger Dad gefangen in den Ghetto-Streets. Ich war alleine, wurde von Dämonen heimgesucht. Ich seh dich an, du bist mein Mini-Me, mein Fleisch und Blut. Nice. Ja, das ist halt nice sowas, ja. Wurde von Dämonen heimgesucht. Ich seh dich an, du bist mein Mini-Me, mein Fleisch und Blut. Das erste Wort, der erste Schritt, die erste Fahrt auf dem Mountainbike. Ich blick zurück, doch alle Farben sind ausgebleicht. Wie alt ist denn dein Sohn? 8? 8? 11 oder? Ich glaube 6 mittlerweile, oder? Okay, ihr habt alle keine Ahnung. Jeder schreibt ihr was anderes. 10, 11, 6 glaube ich. Okay, krass, er ist schon so groß. Okay, krass. Schritt die erste Fahrt auf dem Mountainbike. Ich blick zurück, doch alle Farben sind ausgebleicht. Mein Stiefvater im Gefängnis, meine Mom auf Nebenjobs. Bei dir sollte anders sein, deshalb nahm ich die Szene hopp. Studio war. Ja, nice Zeile, so, das ist schon nice. Nice Zeile. Ich tue mich immer nur schwer mit dem, weil, ich denke mir halt auch so. Ist sicher, weil manchmal schwank ich auch zwischen Karriere und Sohn und so. Manchmal denke ich mir auch. Wie oft ich gerade manchmal denke ich mir auch sage. Aber manchmal denke ich mir auch, wenn ich hier so
in meinem Studio bin und Mucke mache oder ein Video schneide oder halt irgendwas für den Job tue oder sonst was, ne? Oder jetzt beispielsweise auch live bin, vorher habt ihr es am Anfang vom Stream mitbekommen, mein Sohn ist an der Tür, ne, was ist jetzt wichtiger? Was ist wichtiger? Rausgehen zu meinem Sohn oder hier drin bleiben und Karriere machen? Wie einzelhaft, du warst allein am. Und man kann natürlich jetzt Karriere machen, immer damit rechtfertigen, dass man sagt, so von wegen, ja, ich bringe Essen auf den Tisch und sorge für ein Dach über dem Kopf oder so, ne? Aber wenn du das ja alles schon hast. Ja. Bei dir sollte anders sein, deshalb nahm ich die Szene hopp. Studio war wie einzelhaft, du warst allein am Wintertagen. Mama sagte, guck, wie Brüder machen, wenn sie Kinder haben. Doch. Das kann ich halt aus meiner Sicht, ich will damit niemand was verurteilen, aber ich kann das aus meiner Sicht überhaupt nicht verstehen, wie man. Also das ist ein wildes Thema und ich trete da bestimmt dem einen oder anderen auf den Schlips oder so. Aber für mich ist es undenkbar, irgendwie weg zu sein. Also ich habe ja jetzt auch natürlich jetzt aus aktuellen Anlässen darüber nachgedacht, nochmal irgendwie in eine Klinik zu gehen und so und ein bisschen auf meine Psyche zu gucken, ne? Und ein bisschen nochmal runterzufahren und klarzukommen. Und für mich ist es aber kein Thema. Also für mich ist das einzige Thema wäre möglich, wenn ich eine Vater-Kind-Kur mache. Vater-Sohn-Kur, wenn mein Sohn mitkommt. Ich würde das überhaupt nicht aushalten. Also ich bin da so, ich könnte das jetzt in seinen jungen Jahren so oder in den Momenten, in denen er gerade noch steckt, so ich könnte das überhaupt nicht. Ich könnte niemals irgendwie jetzt eine Woche weg sein ohne ihn. Und das ist auch der Grund, warum ich mich niemals von meiner Freundin trennen würde. Wobei der hat meinen Nachnamen. Ich weiß nicht, ob er dann zu mir kommen würde, aber das wäre für mich so, ich könnte das niemals jetzt mich so von meiner Freundin trennen und dann, keine Ahnung, ist der hier und ich bin weg und sehe den einmal die Woche oder so, das ist für mich halt unvorstellbar, Digga. Doch ich. Chigi ist sehr leise im Vergleich zu Musik, das sagt ihr mir aber früh. Denn seitdem ich denken kann für die. Aber ey, ich weiß, es muss manchmal sein. Ich will hier mit niemandem auf den Schlips treten, ohne Spaß. Diese Scheiße bestimmt, jeder erkennt mich, aber Hauptsache du weißt, wer ich bin. Ich bin dein Teammate. Überall nur Cheater in dem Game. Guck, in diesem Spiel ist niemand straight. Das ist halt, wir sind wieder bei dieser Thematik ein bisschen. Für mich ist es halt, wenn es ein Lied von, ich höre ja unglaublich viel Kinderlieder, jetzt Rolf Zukowski und Anne Kaffeekanne und alles höre ich jeden Tag mit meinem Sohn, ne? Für mich ist halt, wenn dein Sohn 11 ist oder 10 oder 8 oder sonst was, dann erkennt er das ja schon. Dann hört er den Song und versteht es ja, ne? Aber er versteht halt nicht, wenn er sagt, ich bin dein Teammate, überall nur Fakes in diesem Game, doch ich bin immer straight und so. Und das reiht sich ein bisschen zu der Aussage, die ich bei der letzten Reaction getroffen habe, bei der Ali Yass und Santiago Reaction. Für mich ist es manchmal einfach, ich bin ein Fan von Anglizismen. Guckt euch meine Tracks an, auf Spotify, wie die alle heißen, wie mein Album heißt, Made It. Ich bin da wirklich auch schon ein bisschen bekloppt. Made It, Trip Like Water, This Way, God Flavor, Fuck That, The Beginning, Burnout, ne? Big Rider, Survivor, 9 times out of 10, Boom Boom Jiggy Bang Bang. Ich bin da ja wirklich auch so, ne? Aber für mich ist es halt so, wenn es ein Lied, für mich geht ein bisschen die Persönlichkeit flöten, weil sein Sohn ist halt kein Engländer. Und sein Sohn ist auch kein Ami, versteht ihr, was ich meine? Cheater wie in Games, ja genau, so Cheater wie in Games. Okay, die zocken zusammen, dann ist es wieder was anderes. Wenn er jetzt 11 ist und die zocken zusammen oder 10 und dann cheat er wie in Games, dann hat das schon vielleicht einen persönlichen Touch. Aber ist ja auch immer nur, wie ich sehe, für mich ist es einfach zu viel. Er kennt alles von Fortnite. Okay, dann ist es wirklich ein bisschen was anderes. Okay, ich hab's. Alle schreiben, Chigi, die zocken Fortnite. Sein Sohn zockt Fortnite. Chigi, die zocken Fortnite. Komm, schreiben's noch 300 Leute hier rein. Okay, ja. Hauptsache du weißt, wer ich bin. Ich bin dein Teammate. Okay, dann passt's wirklich besser. Überall nur Cheater in dem Game. Guck, in diesem Spiel ist niemand straight. Auch schön. Cheater sind nur Cheater. Cheater in dem Game. Spiel ist niemand straight. Sogar ihre Liebe ist gefaked. Okay, also. Ich bin dein Teammate. Keiner deiner Feinde wird verschont. Dein Schutz ist mein heiligstes Gebot. Ja, Cheater in dem Game. Liebe. Cheater in dem Game. Sogar ihre Liebe, sie ist fake. Da hat er immer diese fünfsilbigen Reime. Di-di-di-di-day. Und beim zweiten Mal Hookdurchlauf hat er die Eisilbe, den Zweilaut Ei mit reingebracht. Feinde wird verschont. Und die O-Silbe. Beim ersten I und A und beim zweiten I und O.
dein Schuldig. Aber gleicher Flow, gleicher fünfsilbige Reime. Keiner deiner Feinde wird verschont. Dein Schutz ist mein heiligstes Gebot. Steh an deiner Seite bis zum Tod. Okay, das war jetzt leicht zu predikten. Oder habe ich es predikt? Ich habe es schon mal gehört. Bei der letzten Reaction habe ich irgendwann mal gesagt, ich habe was predicted. Dabei habe ich es ja schon gehört. Chiki hat versucht, seine Zuschauer zu faken. Ich bin immer noch im Studio, recorde Songs. Die Hook gefällt mir aber. Mir gefällt auch das Soundbild von dem. Eigentlich gefällt mir das gut. Muss ich wirklich sagen, mir gefällt es gut. Ich hab mir, als ich jetzt gerafft hab, dass es für seinen Sohn ist, hab ich halt mehr so einen Sohn-Touchy-Song erwartet. Versteht ihr, was ich meine? Mein heiligstes Gebot, steh an deiner Seite bis zum Tod. Ich bin immer noch im Studio, recorde Songs. 24-7, weißt du, liebst die Jordan Ones. Meine rechte Hand, du bist der Baby. Sind aber keine guten Kinderschuhe. Ich hätte meinem Sohn auch schon Air Force geholt, aber Air Force sind leider vom Fußbett nicht gut für die Kinderschuhe, für zum Laufen und so. 24-7, weißt du, liebst die Jordan Ones. Meine rechte Hand, du bist der Baby-CEO. Du passt auf Mama auf zu Hause, ich drehe Videos. Nice, das ist schon aber gut. Das ist schon auch süß. Du bist der Baby-CEO. Dieses Leben ist mies, ewiger Krieg. Doch ich carry dich, wir holen den epischen Sieg. Ich carry dich, wir holen den epischen Sieg. Okay, das ist diese Information, dass die Fortnite-Zocken gibt natürlich auf dieses Geenglischte und so einen anderen Blickwinkel. Ich war da schon lange vor der Season 1. Keine Song kann enger sein als der Familienkreis. Papa bin was kann? Lange vor der Season 1. Keine Zone kann enger sein als der. Ach, keine Zone. Familienkreis. Papa beschützt, ich hab die Neuner in dem Wandtresor. Ich schieß auf jeden, so wie Messi für den Ballon d'Or. Neuner in dem Wandtresor. Ich schieß auf jeden, so wie Messi für den Ballon d'Or. Also da nochmal kurzes Statement, dass Lewandowski den letzten Ballon d'Or nicht gewonnen hat, sondern Messi ist einfach nur lachhaft und nahezu ein Skandal. Aim for the stars, du wirst ein Ziel. Und jetzt alle Messi-Fans, komm, kommt. Schreibt nur, komm. Schreibt nur, wir warten auf euch. Messi ist der krasseste GOAT! Spielerei. Sü! Gebt die Kohle her! Nicht noch einmal! Ich bin gerade gut drauf, Digga. Geil, ich bin mal wieder richtig gut drauf, Digga. Ich sehe, glaube ich, aus wie der wandelnde Tod. Du wirst sehen, Gigi Messis King. Komm, wir triggern mal alle Messi-Fans, Digga. Selbst als Messi-Fan sagt man das. Jeder, du Glied, Messi ist halt wirklich besser. Noah. Es sind ja gar nicht so viele. Messi the Goat. Amir Sreil Ascheberg. Einfach so richtig kindisch provozieren. Wir waren ja auch eigentlich bei Lewandowski gegen Messi. Ich weiß jetzt nicht, warum ich hier mit dem Cristiano Ronaldo-Ding angehöre. Messi der Kobold. Kleine Schelle geben dem Vogel. Messi, das Kind wird geboxt, bis sein Pisser Blut auf die Schwimmflügel tropft, Kid. Für mich bist du jetzt schon eine FIFA-Icon. Song Goku. Oh, nice. Du wirst dein Ziel erreichen. Für mich bist du jetzt schon eine FIFA-Icon. Okay, nice, dass er jetzt diese Game-Elemente damit reinbringt, so. Song Goku, Song Gohan Tag Team. In dieser Welt muss man sich den Respekt verdienen. Ich kill die Rap-Scene. Kämpfte immer schon für bessere Zeiten. Ich verpasste deine ersten Schritte, doch hoffe, du wirst mich auf den letzten begleiten. Ich bin dein Team. Schöne Zeile. Ich glaube, das könnte schon hart sein. Ich sehe so hart verschwommen, gell? Seit ich diesen Augentest gemacht habe, den Sehtest, und mir gesagt wurde, auf dem linken Auge habe ich eine Hornhautverkrümmung. Das merke ich wirklich, wie verschwommen ich sehe. Ich glaube, das führt auch manchmal ein bisschen zu Panikattacken. Ich glaube, die ersten Schritte von seinem Kind zu verpassen, ist schon jetzt nicht so nice. Aber er hat es schön in der Zeile geschrieben. Ich habe die ersten Schritte von dir verpasst, aber ich hoffe, du wirst mich auf meinen letzten begleiten. Überall nur Cheater in dem Game. Guck, in diesem Spiel ist niemand straight. Sogar ihre Liebe ist gefaked. Da da dein Teammate. Ich bin dein Teammate. Okay, die Hook gefällt mir wirklich. Auch das ist, ich habe am Anfang gesagt, soll Teammate höher gehen oder so. Ich find's schön. Keiner deiner Feinde wird verschont. Dein Schutz ist mein heiligstes Gebot. Steh an deiner Seite bis zum Tod. Baby, baby. Ich bin dein Teammate.
Bin sauer, weil du Messi disst, aber werd schnell wieder fit, Broski Chigi. Ich diss doch nicht Messi. Messi ist auch zu krass. Messi ist wirklich auch zu krass. Messi ist auch wirklich zu krass. Messi ist wirklich auch zu krass, muss ich sagen. Also Messi ist zu krass, was willst du da sagen? Ich wäre ja genauso wie die Leute, die Cristiano Ronaldo haten, Alter, und sagen, der ist nicht krass, obwohl die Statistik es widerspiegelt. Messi ist halt, ist auch ultra krass. Ultra krass. Ich weiß auch gar nicht, warum. Das ist ähnlich wie hier bei uns. Es ist immer so, wenn du Frankfurt-Fan bist, darfst du nicht die Kickers Offenbach mögen. Und wenn du Kickers-Fan bist, darfst du nicht Frankfurt mögen. Du wünschst denen nur Tod und Hass. Und genauso ist es ja auch bei Cristiano Ronaldo und Messi so ein bisschen, obwohl ich es eigentlich voll schwachsinnig finde. Aber wie oft hat Messi, habe ich mir schon gedacht, Alter, Messi ist zu krass. Ist scheißegal, was ich gerade sagen wollte. Ich habe den Faden verloren wie eine zapplige Oma beim Nähen von Damenpullovern. Du bist mein She-Mail. Das hat mir aber gefallen. Das hat mir gefallen.